Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Spieltagsvlog hier auf meinem Kanal. Es steht der 11. Spieltag in der Bezirksliga Rhein-Hessen an und heute geht es auswärts zum FSV Niederolm. Die haben einen Naturrasen, eine absolut geile Anlage. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf das Spiel. Euch auch viel Spaß beim Video. Lasst gerne ein Like da, kommentiert das Ganze und abonniert den Kanal. Let's go! Die Niederolmer haben aus den letzten 5 Partien 4 Siege geholt und nur gegen Bretzenheim 2 verloren, die aktuell auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Wenn wir uns die Tabelle mal genauer anschauen, ist Niederolm aktuell auf dem 7. Tabellenplatz. Ist erstmal in Ordnung, sie wollen aber definitiv höher. Ihr klares Ziel ist, oben mitzuspielen. Letztes Jahr haben sie auch nur knapp die Relegation verpasst und haben da lange um die Spitzenplätze mitgezockt. Wir hingegen sind mittlerweile auf Platz 10 gelandet, haben 9 Spiele. Und bei uns müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht noch weiter unten reinrutschen. Es gibt so einen kleinen Spalt in der Tabelle. Über uns ist Saulheim, die haben 16 Punkte, also 7 Punkte mehr als wir. Und darunter sind alle Mannschaften im Abstiegskampf recht eng beieinander. Es wird Zeit, dass wir endlich mal wieder einen Dreier einfahren. Es wird zwar sehr, sehr schwer heute, aber es ist trotzdem möglich. Auf einem geilen Naturrasen, es ist etwas frisch heute. Ich bin gespannt, wie der Platz ist. Dann freue ich mich absolut aufs Spiel. Gleich geht's los. So, die zweite ist jetzt auch schon mal am Kicken. Oh je, Ahmed, oh je. Ja, wir sind jetzt hier schon am Sportplatz. Seht, der Rasen ist etwas mitgenommen. Da gibt es ein paar Stellen, aber sieht deutlich besser aus als bei uns. Und in einer guten Stunde ist Anpfiff. Das ist krank. Tief!
alleine, alleine. Null zu null das Endergebnis. Leute, leider war nicht immer alles zu sehen. Gerade Anpfiff und Abpfiff war nicht drauf. Liegt einfach daran, dass immer irgendwer mein Handy nimmt, der halt gerade da ist und das machen kann oder machen möchte. Da kann ich nicht jedem eine Einleitung geben. Ich bin froh, dass überhaupt jemand macht. In Monheim habe ich so meine ein, zwei Jungs, die das immer übernehmen. Die machen das mittlerweile auch schon echt gut. Seht es mir also nach, wenn die eine oder andere Szene dann immer mal fehlt oder es ein bisschen schnell abgeschnitten ist. Liegt einfach am Videomaterial. Ansonsten können wir auf die Ergebnisse von heute schauen. Bretzenheim gewinnt weiter, Finden gewinnt weiter, die Niersteine haben gewonnen und uns damit eine Tabelle überholt, wenn wir auch mal auf die Tabelle schauen. Ansonsten Bretzenheim nach wie vor auf der 1. Wir spielen nächste Woche auch gegen Finden. Wir sind jetzt auf Platz 11 mittlerweile. Weiterhin ungeschlagen, 3 Spiele am Stück jetzt nicht verloren. Wir wollen natürlich mal wieder gewinnen, aber es ist auch eine Serie, die man weiter ausbauen kann. Jetzt gegen Niederolm und auch gegen Bretzenheim keine Gegentore bekommen. Ist schon mal eine Leistung. In der Defensive stehen wir ganz gut, auch was die Gegentore angeht. Vorne müssen wir jetzt mal ein paar Dinger machen und dann holen wir auch wieder 3 Punkte. Also Freunde, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.